Poesie und Tanz im Haferkamp. Einige Wochen haben die Akteure und die Tanztheaterpädagogin Priska Samani und die Schauspielerin Viola Libera und ihrem Team aus Malern, Musikern und dem Männerchor zusammen mit Senioren, Kindern und Jugendlichen vom Haferkamp Interviews geführt, getanzt, gedichtet, gesungen und gemalt. Und was wir dort alles zusammengetragen haben, sehen wir jetzt in diesem kleinen Film. Egal wie andere scherzen, du bleibst in meinem Herzen. Die Starken sind die, die unter Tränen lachen, die die eigenen Sorgen verbergen, um andere glücklich zu machen. Vergiss nie den Menschen, den einem gezeigt hat, wie sich Liebe anfühlt. Fange nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen. Genau, die kann ich helfen. Drum übe dich nur jeden Tag und du wirst sehen, was das vermag. Sei wie das Veilchen im Moose, sittsam, bescheiden und rein. Und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Ja. Gözlerin çok güzel parlıyor. Schätze nicht den Wert des Menschen schnell nach einer kurzen Stund. Oben sind bewegte Wellen, doch die Perlen liegen am Grund. Schönen Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärten hier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmückt haben, sich ausgeschmückt. Ich bin sehr gern in der Natur. Und zum Beispiel, wenn ich draußen bin oder mit dem Rad unterwegs bin und da kommt so ein lauer, so ein Sommerwind und der streicht so an meinem Gesicht vorbei, dann habe ich oft das Gefühl, der Wind so, der streichelt mein Gesicht und das ist ein wunderschönes Gefühl. Und da meine ich auch, das hat Mut. Sie was zu tun. Mein Bruder hat mich dann gefragt, warum ich immer so traurig bin. Und dann habe ich das gesagt, ich möchte ins Ballett unter Weinen. Und dann kam leider die Antwort, mit der ich gerechnet habe, dass die Eltern zu wenig Geld hatten, so nach dem Krieg. Ne? Tanzen ist für mich Loslösen. Dass trotz alles Kummer, allen Kummers auch etwas Gutes in jedem Kummer steckt. Wenn Sie jetzt einen Liebesbrief bekommen, was würden Sie denn gern hören, wie Ihre Augen glänzen wie der Himmel oder... Nee, den Quatsch brauchen wir nicht zu kommen. Und es war dreimal die Woche, waren wir im Edelweiß. Wir kamen auch umsonst rein, wir brauchen ja keinen Eintritt. Das war das Gute, es waren viele Männer da, die auch gerne tanzen und tanzen konnten, alles. Foxtrot, Walzer, Cha-Cha-Cha, alles. Ist die Mutter auch halt eine, wahrscheinlich nach
nach dem Gott, die größte Persönlichkeit eines Lebens, einen Menschen bei uns. Wenn ich die Arbeit nicht gehabt hätte, gerade in der Altenpflege, obwohl die so schwer war, hätte ich vieles, was so familiäre Sachen betrifft, hätte ich gar nicht wuppen können. Das war ungefähr so, wie ich damals meine spätere Frau kennengelernt habe. Da habe ich ihr mal einen Brief geschrieben. Ich habe sie erst vom Weiten gesehen. Da habe ich gesagt, du gefällst mir so gut. Und ich glaube, dass wir beide zusammen passen können. Was mir gerade so einfiel, denn wenn man verliebt ist, dann hat man Flügel. Ah, wenn Sie jetzt spontan sich verlieben würden, die Dame, die gerade vor Ihren Augen aufstand, was würden Sie ihr gerne ins Ohr flüstern? Ich würde sagen, toller Käfer.